Wie sieht das Ganze konkret aus? Ich habe das mal hier vorbereitet an einem Beispiel für Bodenfliesen, ein Beispiel von einem Brettschichtholzträger, der auf Laufmeter gerechnet wird, und einem Wert Decken mit Gipsfaserplatte beplanken, der auf Quadratmeter gerechnet wird. Schauen wir uns erstmal die Preisbildung bei den Bodenfliesen an. Dort ist einfach nur ein Anteil für Material und für Lohn eingetragen und diese Werte könnten wir auch einfach verändern, indem wir in die Zelle gehen und sagen, okay, wir rechnen jetzt einen Materialansatz von 18,50 Euro. Damit ist der Gesamtpreis der Position schon geändert. Mit okay wird das Ganze übernommen und ob wir das nur im Projekt oder in der Masterkalkulation und damit auch für alle künftigen Projekte ändern wollen, entscheiden wir bei der Eingabe. Die zweite Möglichkeit ist, wenn wir über Kostenansätze, die aus Vorgabezeiten oder Materialanteilen kommen, reden. Wir schauen uns mal hier eine Position an. Ich habe jetzt hier im zweiten Beispiel nach den Bodenfliesen den Brettschichtholzträger ausgewählt und dort sehen wir, dass durch die Häkchen hier, die gesetzt sind, eine Stückliste oder ein Arbeitsplan hinterlegt ist. Von Stückliste reden wir in der Regel, wenn es sich um Materialstücklisten handelt, von Arbeitsplan, wenn es sich um Zeitansätze handelt, die wir hier addieren. Kaufen wir eine Subunternehmerleistung ein, interessiert uns in der Regel nicht, wie viel der Anteil für Material und Lohn ist, den wir zwar eintragen können, aber nicht, welche Materialien oder welche Zeiten dort konkret hinterlegt sind. Das interessiert uns bei eigenem Materialeinkauf oder bei eigenen gewerblichen Mitarbeitern, die wir so kalkulieren möchten. Wenn wir uns jetzt einmal hier den Arbeitsplan anschauen, dann taucht dort der Ansatz auf, der unsere Kosten bildet, nämlich ein Ansatz von 12 Minuten vom Spezialbaufacharbeiter und 6 Minuten vom Meisterpolier. Und in Kombination mit den hinterlegten Stundensätzen ergibt sich dann der Einheitspreis, in dem Fall je Laufmeter Brettschichtholzträger. Möchte ich etwas an der Preisbildung ändern, kann ich hier die Zeitansätze nehmen und einen anderen Zeitansatz eintragen, zum Beispiel 15 Minuten statt 12 und dadurch erhöht sich auch der Preis. Ich kann hier genauso gut auch noch andere Lohngruppen einbuchen, indem ich einen Doppelklick auf die jeweilige Lohngruppe mache und dann der zugeordneten Lohngruppe nochmal einen Minutenansatz gebe, zum Beispiel für irgendwelche abschließende Arbeiten. Außerdem könnte ich hier noch einen Kommentar hinterlegen, zum Beispiel um zu beschreiben, warum diese Tätigkeit 3 Minuten dauert. Mit OK übernehme ich diese geänderte Stückliste und habe dann meinen Preisansatz, den ich ja hier nicht verändern kann, solange der Haken aktiv ist. Wenn ich den Haken rausnehme, kann ich diese Kosten hier anpassen. Allerdings verzichte ich dann auf die Auswertung von Minuten, weil jetzt kalkulieren wir wieder nur Euro, wie im Beispiel der Bodenfliesen. Sobald die Stückliste wieder aktiv wird, wird auch wieder genau dieser Minutenansatz kalkuliert, der hinterlegt ist, und den kann ich dann auch auswerten. Schauen wir uns das Ganze mal auf der Materialseite an. 25,69 Euro setzt sich zusammen aus dem Ansatz für Holz und Kleinteile, ein Kubikmeteransatz für das Holz und eine Kleinteilepauschale. Und auch hier gilt das Gleiche. Ich könnte den Faktor verändern. Ja, ich könnte zum Beispiel hier 2 Stück Kleinteilepauschale reinschreiben und ich könnte aus meinem Materialstamm hier wieder weiteres Material hinzubuchen durch Doppelklick und Ergänzen eines Mengenansatzes. Mit OK wird das Ganze bestätigt und das wäre dann die Preisbildung auf der Ebene direkt an der Position über Arbeitspläne und Stücklisten.